Willkommen zurück zu Silent Hill 1. Wir haben die Schule erreicht, haben hier definitiv, sag ich mal, drei Rätsel vor uns. Und das erste mit der Hand und dem goldenen Medaillen, das haben wir schon mal hinbekommen. So, lass uns erstmal ganz kurz beginnen, dass wir Pistole wieder anlegen. Die Idee. Das ist die große Frage. Wir wissen, dass viele der Bereiche hier nicht zugänglich sind. Und wir konnten in den Music Room unten gehen? Okay. Die Frage ist jetzt, ob wir ganz bewusst jetzt erstmal wieder nach unten gehen, um dann im Courtyard das erste Ding abzulegen. Oder ob man schon weitermacht. Ich will... Lass uns vielleicht gucken, ob man hier die Library Reserve schon betreten kann. Oder von mir ist auch die Tür, die dabei ist. Aber ich würde dann fast am liebsten nach unten mich begeben. Oh, great. Denn ich gehe davon aus, dass... It's locked. Okay, das ist nicht locked. Where are we? Okay, man könnte natürlich einfach von hier dann runterlatschen. Lass ich aber ganz kurz einmal sicherheitshalber hier. Okay, gut. So. Das hier, das kleine Ghost Baby, das tut uns aber nichts, ne? Yep, quietsch, quietsch. Mach's platt. Ihr seid doch besiegt, oder? Ganz kurz auch mal den anderen. Ja, okay, da kommt Blut raus in rauen Mengen. Okay, was hatten wir hier? Wir hatten genau, hier haben wir noch die Library. Oh oh. Oh oh. Und sie, Shit, Captain. Oh, sagt mir nicht, dass ihr da in den Ecken auf mich wartet. Oh, okay. Das ist ein normales Baby? Oh, hi, ihr Kleinen. Okay, no special books hier. Wird doch irgendwo was sein, oder? Warum darf ich dann hier rein? Aber vielleicht ist der Witz, dass ich in den anderen Raum daneben irgendwie eher müsste. Oder ist das wirklich nur wegen dem Medkit? Hat das was zu sagen? Kann ich das irgendwie schieben? No. Not that kind of game. Okay. Ja, ja, ich hab dich gesehen. A little shit. So, warum bin ich jetzt hier drin? Jetzt finde ich es schön, dass wirklich die Rückseite nicht nochmal irgendwelche Bücher beinhaltet. Ist das was? Oh, hier hat man es sogar richtig gemacht. Okay, warum kann ich jetzt hier rein? Bisher war das Munitionsverschwendung. Jetzt unlocked. Okay, immerhin. Now what? Nicht ganz klar. Lasst uns dementsprechend... Können ganz gerne natürlich in die Classrooms einmal gehen. Aber wie gesagt, danach will ich eigentlich nach unten. In den Music Room jetzt zu gehen, ist glaube ich Schwachsinn. Es ist nicht garantiert, dass es was tut. Okay, ich höre zwar Geräusche, aber hier ist nichts mehr los. Die Musik braucht einfach nur so ein bisschen. Ist, war da was? Im Mülleimer drin? Na. No. Hat mich auch gewundert. So, ich liege meistens eigentlich offensichtlich draußen. Oh, great. Okay, gleich zwei von euch. Gut. Gut, Bein Nummer 1. Gut, Bein Nummer 2. So, lass mich mal rausfinden, wie es mit der Munition steht. 906, okay. Ich behaupte mal, das soll in Ordnung gehen, dass wir hier wirklich
Wuff, dass wir hier ein bisschen das auch benutzen. Jo, man kann sich nie sicher sein, wie Spiele das wirklich behandeln. Manchmal muss man sich die Munition dringend aufheben, andere Male wiederum nicht. So, lass mal einfach mal ganz kurz einmal sicherheitshalber gucken. Okay, also ich darf da offiziell hin. Ja, wenn alles gut läuft, braucht man wirklich nur 3 Schuss. Wenn er aber anfängt halt Zielwasser zu verlieren, dann natürlich nicht. Oh, great. What is happening? Okay. Oh, no. Please, no. Oh, baby. Booga, booga. Oh. That's the cat. Er hat eine Katze bitte eingesperrt. What the fuck? Uh-oh. Das kann nicht gut sein. Müssen wir die Katze vermute ich mal nicht. Hey, you little shit. Sag einfach mal, du hast die Katze umgebracht. Okay, ja. So, dann überprüfen wir aber mal den Music Room auch schon mal. Aber ich gehe von außen, dürfen wir rein. Jo, könnte ja nicht ein besserer Kamerawinkel sein, ey. It won't open. Odd. Doesn't seem locked, though. Okay. Wie auch immer die Logik aussehen möge dafür. Ist es hier? Kann man hier theoretisch einfach raus? Ew. Hier kreucht und vielleicht vermute ich alles einfach rein. Warum ist hier... Ach nee, ich glaube, hatte ich die jetzt nicht umgebracht gehabt. Oh, shit. Oh, okay. Also, dadurch, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, dass die... Noch einer von euch... Ich hoffe wirklich, dass sich das lohnt, die umzunähten. Dass die nicht irgendwie konstant respawnen. So, auf jeden Fall, genau. Oh, Moment. Quatsch, wir wollen ja auch noch gar nicht dahin. Ich war schon mental irgendwie auf dem... Oh, ich bin... Oh. Okay, ich dachte, ich wäre... Ich dachte wirklich, das wäre der Weg, um zu dem Keller zu kommen. Also die Harry Potter-Dinger da, die Türen. Noch nicht ganz. Okay, gut, dann wissen wir also, hier ist ein roter Knopf. Das was? No. Wie gesagt, wir machen jetzt ganz kurz erstmal das Medaillon. Ich dachte wirklich... Bin ich hier schon mal runtergelaufen? God, again? Where am I? Down there. Oh, it's unlocked. Nice. Okay. Gut. Also vielleicht können wir uns da so ein bisschen... Zeit... Bahn. So, jetzt kommt erstmal das da. Golden Sun. Achso. Muss es vermutlich wie bei dem Alchemie. Nope. Wie bei dem Alchemie Lab machen. Dass ich jetzt vermutlich sagen muss. Insert. In der Tat. Golden Sun. So. Neue Visit auch nichts an. Okay. Immer sicherheitshalber. Dort. Is locked. The hand has stopped at 12. Okay, wir sollen also tatsächlich noch nicht in den Boiler Room. Wir sollen erstmal uns um die Musik kümmern. Achso, ich sollte vielleicht einmal kurz speichern gehen. So, während ich hier am Speichern war, habe ich ungewollt herausgefunden, dass man mit B die Taschenlampe ausmachen kann. Gut zu wissen. Will ich niemals tun. Denn das Spiel ist nämlich immer dunkel. Okay, gut. Dann gucken wir mal, wie man da am besten hinkommt. Genau, wir sind nämlich hier schon unten in der Ecke. Das heißt... Moment, warum ist jetzt hier...
Haben wir immer noch welche nicht umgebracht? Vermutlich. Ja, dann mein Glückwunsch, ich belasse es dabei. Okay, what? Ja, what now? There's some blood on some of the keys. Does this mean anything? Check the piano, yes. Oh, great. Okay, yeah. Aha. Now, okay, da ist mehr. It's written in blood. A tale of two birds without a voice. First flew the greedy pelican, eager for the reward, white wings flailing. Then came a silent dove, flying beyond the pelican as far as he could. Aha. Aha. A raven flies in, flying higher than the dove, just to show that he can. A swan glides in to find a peaceful spot next to another bird. Finally, out comes a crow, coming quickly to a stop, yawning and then napping. Who will show the way? Who will be the key? Who will lead to the silver reward? What? Deswegen halt, das soll definitiv, denke ich mal, dafür gedacht sein. Yes, okay. Lass mich nebenbei wieder meine Screenshots mir angucken. First flew the greedy pelican, eager for the reward, white wings flailing. Ich denke mal, white soll darauf hinweisen, dass die logischerweise weißen Tasten genutzt werden sollen. Then came a silent dove. Wir haben Tasten, die kein Geräusch machen. Das könnte also das bedeuten. Flying beyond the pelican as far as he could, the silent dove. A raven flies in. Raven, weil sie schwarz sind? Flying higher than the dove, just to show that he can. A swan glides in to find a peaceful spot next to the another bird. Finally comes out the crow, auch schwarz. Es, nope, man muss schon die richtigen Tasten drücken. Okay, also, wir haben definitiv, Pelican White Wings. Silent Dove. Dove auch weiß, denke ich. Raven ist wiederum schwarz. Swan ist vermutlich mal wiederum weiß. Crow ist wiederum schwarz. Ja, okay, ja. A Day of Birds Without a Voice. First flew the greedy pelican, eager for the reward. White wings flailing. Then came a silent dove, flying beyond the pelican. As far as he could. Okay, also weiß, schwarz. Denn flying beyond the pelican klingt wiederum halt, als würde er auf die schwarzen Tasten, weil die höher sind, sein. Raven flies in, flying higher than the dove. Meint even higher than the fucking dove? Just to show that he can. Also entweder ist es halt wirklich weiß, schwarz, schwarz. A swan glides in to find a peaceful spot next to another bird. Okay, also ich probiere einfach mal das, was mir jetzt hier entgegenkommt. So, also weiß. Genau. A swan glides in to find a peaceful spot next to another bird. Da? Finally comes out the crow, coming quickly to a stop, yawning and then napping. Will show the way, who will be the key, who will lead to the silver reward. Finally out comes the crow, coming quickly to a stop, yawning and then napping. No. Deswegen, also das dachte ich wirklich halt, man soll unten starten, aber vielleicht ist der Witz, dass man genau von der anderen Seite starten soll, weil das würde dann mehr Sinn ergeben.
Deswegen, man sagt halt, der hier startet. Dann kommt Silent Above. Wieder Above. Dann kommt der Swan, der sich daneben setzt. Das passiert natürlich hier besser. Und dann... Deswegen, finally comes out to crawl, coming quickly to a stop, yawning and then napping. I don't know what that means. Also, ich bin mal so frei, nachdem ich es jetzt in meiner Logik versucht habe und guck einfach nach. Okay, also Pelicans are white, corresponding to the color of the key. Yes, you have a white key. Then a dove, also white. Okay, also es scheint sich mehr auf die Farben zu beziehen. Flies past, further to the right. You have one white key and one white key to the right of it. A raven, black, is further than the dove and the pelican. So you have white, white, black. Ja, das haben wir auch verstanden. Another white goes somewhere, but it doesn't tell you where. The crow stops immediately, meaning far to the left. The order of the birds also matter and must be taken into account with the solution. The final... This is... Huh? Huh? Wie ist das die Lösung? Ernsthaft, wie kann das die Lösung sein? Deswegen, ich habe ja nebenbei auch noch den Screenshot offen. First flew the greedy pelican. Pelican are white. Deswegen, white, white, black hatten wir ja mitbekommen gehabt. Dementsprechend dachte ich dann halt, zweimal weiß, einmal schwarz. Wir haben, glaube ich, einmal weiß und zweimal schwarz gemacht gehabt, aber dadurch, dass es ja hieß, flew above the pelican, dachte ich, dass es dann halt wiederum heißt, geht dann auf die schwarzen Tasten. Okay, aber halt, man würde jetzt sagen, ich kann ja hier nebenbei das, glaube ich, bewegen, genau. Man würde denken, okay, 1, 2 und dann 3. White, white, black. Nicht wahr? So, der Guide sagt aber halt dann zum Beispiel, Raven Black is further than the Dove and the Pelican, so you have white, white, black, genau. Another white goes somewhere, but it doesn't tell you where. Das heißt also, das ist a swan glides in to find a peaceful spot next to another bird. Es soll also sagen, dass man hier nicht weiß, weil, also es soll nicht klar sein, wie die Reihenfolge ist, wenn der Swan reinkommt. Aber es hieß white, white, black erstmal. Another white goes somewhere, but it doesn't tell you where. The crow stops immediately, meaning far to the left. Wo ist die Logik, dass man weiß, dass es dann ganz links sein soll und nicht ganz rechts? Deswegen, ich habe ja mental auch links gestartet, aber es heißt nicht... Ist da eine Logik, dass man sagt, im Piano von links nach rechts? Von rechts nach links? I don't know. Das ist so eine Sache, wo ich mich halt wieder frage, ist das Wissen, das man in der Schule hätte erlernen sollen? Denn mein Musiklehrer war für den Arsch. Dementsprechend, ich verstehe, dass es halt nicht einfach nur, hier sind ein paar Noten, versucht das wiederzuspielen, aber halt, dieses Puzzle ist halt nicht selbstverständlich. Deswegen, finally out comes a crow, coming quickly to a stop, yawning and then napping. Okay, also, man kann schon nachvollziehen, dass das heißt, dass er entweder ganz links oder ganz rechts warten soll. Aber, immer ganz kurz hier, muss das mal so ein bisschen vorbereiten, damit ich das nebenbei noch sehen kann. So, ich gehe davon aus, dass Leute das logischerweise geschafft haben, aber die Logik 1 ist hier, 2 ist hier, 3 ist dort, 4 ist hier und das ist 5. Also, ja, im Endeffekt, dadurch, dass man wirklich Tasten hatte, die keinen Sound mit sich bringen, ist es nachvollziehbar, dass man wiederum halt nur die drücken soll. Aber es ist halt so merkwürdig, dass gerade 1, 2 nicht nebeneinander sitzen. Also, ich hätte verstanden, wie gesagt, 2 und 3, dass man sagt, okay, der ist dann höher als der, 2 ist also weiß, 3 ist schwarz, 4 soll irgendwo landen, dadurch, dass er weiß ist, landet er vermutlich neben einem der Weißen.
Aber ich habe nicht verstanden, warum die 1 halt dann ganz links oder fast ganz links ist. Deswegen, first flew the greedy pelican, eager for the reward. White wings flailing. Deswegen, selbst wenn man sagen würde, man versucht halt zu sagen, okay, der kommt halt ganz schnell von links, dann würde aber doch die erste Taste nehmen. Dann könnte man sagen, die erste Taste, die keinen Sound macht, das wäre dann aber die zweite Taste wiederum. Aber dadurch, dass es halt Tale of Birds Without a Voice, also ich sage jetzt nicht, ist es unmöglich? Deswegen, das Fies ist halt, first flew the greedy pelican, eager for the reward. Okay, dann sag mal, okay, also wenn es von links nach rechts sein soll, dann ist halt der Erstbeste, der keinen Sound macht. Then came a silent dove, flying beyond the pelican as far as he... Okay, jetzt wo man es sieht, jetzt wo man das Rätsels Lösung schon kennt, jetzt verstehe ich es. Okay, also der Witz ist dann, und das erklärt auch, warum 1 und 2 nicht nebeneinander hocken, der fliegt also wirklich so weit, wie er kann, mit anderen Worten, zu der Taste, die keinen Sound macht, die am weitesten weg ist, also die im weiten rechts sich befinde. Okay. Raven flies in, flying higher than the dove, just to show that he can. Okay, und dementsprechend sagt man, okay, oben rechts dann so gesehen. Swan glides in to find a peaceful spot next to another bird. Da geht es dann einfach nur darum zu realisieren, dass er ebenfalls weiß ist und welche Taste, die keinen Sound macht, ist genau neben einer anderen. Okay, also ich denke, man kann darauf kommen. Ich muss nur halt in der Hinsicht dann wieder zugeben, mir ist halt nicht die Logik gewesen, dass man sich in erster Linie auf die weißen Tasten konzentrieren muss. Gut, dann, ja, in gewohnter Manier geben wir das Ding wieder ab. So, ich muss aber trotzdem jedes Mal wieder gucken. Da hilft nämlich die Kamera so überhaupt nicht. Ja, genau, wir gehen jetzt hier einfach runter. Ja, und dann müsste eigentlich nur der Boiler Room für heute hier fehlen. Ich finde es aber lustig, dass wir immer noch davon ausgehen, dass das dann das Rätsels Lösung ist, um unsere... Oh, great, ihr wart vorhin noch nicht hier. Thanks, Game. Okay, hier hat man immerhin die Anstand, mir nicht Neues entgegen erstmal zu werfen. Ach ja, richtig. So, wie sieht's denn mit unserer Health aus? Ja, jetzt ist natürlich das wieder ein Problem. Silver Moon. So, das tut logischerweise immer noch nichts, aber ich will trotzdem vollständigkeitshalber... The hands are stopped at 5. Exactement. Es wird hier immer unangenehmer. Okay. Und dementsprechend, jetzt müssen wir nach unten. Vielleicht schalte ich kurz die Kiddos aus. No, stop. Stop. You little shits. Lie down. No, lie. Oh, come on. Ich nehme so unendlich viel Schaden, nur weil die hier nicht aufhören. Okay, das kann ich neu starten. Ja. Ich habe die beiden Dumpfbacken hier ausgeschalten. Wo ich dabei ungefähr 8 Schuss für den ersten verbraucht hatte, weil er meinte, jedes Mal zu verfehlen. Achso, dann sollte ich vielleicht mal ganz kurz einfach sicherheitshalber gucken. Ja, einfach mal nachladen, warum nicht? Man weiß ja nie, was in dem Boiler Room auf einen zukommt. Wenn ich davon ausgehe, dadurch, dass da so ein roter Knopf ist, dass wir vermutlich den einfach nur drücken sollen, ey. There's a switch. Do you want to press the switch? One, two, switcher. Das ist die neue Switch. Uh-oh. Uh-oh. Hat noch nichts getan, aber hätte mich auch nicht gewundert, wenn da auf einmal was passieren soll. Na gut, wir haben das gemacht. Ich erhoffe mir einfach mal, dass das jetzt was hier bringt. Okay, wie auch immer du reingeschafft hast. Man hört schon wieder die Sirenen. Nee, Licht will ich weiter nach. Okay, was ist hier? War nur Dosen? Mal sicher jetzt aber gucken, ob man nicht vielleicht eine von denen irgendwie doch einsammeln kann. No, scheinbar nicht. Okay, was kommt jetzt hier?
Hello. Where am I? Have I been here before? Man, sieht nach dem Courtyard aus, oder? Nee, fast. I don't remember this being here before. Oh. Okay, ja. So, haben wir eine Karte für den Bereich? Okay, wir haben eine neue Karte dafür bekommen. Ich gehe mal von aus, ja, aus irgendeinem Grund ist alles hier nicht mehr beschrieben. Ah. Soll ich hier irgendwas tun können oder einfach nur hier unten erstmal? Okay. Okay, hallo. No, hands off me, you little shit. Muss ich eigentlich schon fast wieder meine AP überprüfen. Boah, ich weiß nämlich nicht, ob das länger festhalten irgendwie zu mehr Schaden führt oder ähnlichem. Oh, what are you fucks? Muss ich euch noch platt machen? Ja, so in etwa. Ja, ganz großes Kino. Ich frage mich, ob das eine Munitionsverschwendung ist. Ha. Okay, ja, das sieht alles unfein aus. Sollen das offiziell für ein Raum sein? Da. Okay, hier sind wir. Ha. Mal ganz kurz die Anrichtung nochmal einschlagen. What am I looking at? Das was? Clownsnase? A headless doll stuck to the wall. Ja, und da oben, der chillt einer. There's a rubber ball. Aha. Okay, also das ja, alles andere scheinbar eher nein. Da hängt vor allem auch nochmal jemand ab. So, wenn wir jetzt da runtergehen würden. Jupp, das ist auch nochmal ein Weg, aber never mind. Nicht über den Gang. Achso, hier ist nochmal ein Weg. Okay. Über den kommen wir dann auf die andere Seite. Okay. So, kann ich damit den Weg öffnen? Yes, okay. Na, hat erstmal nichts zu sagen. Okay. Hier sind Karten. There is a picture card. With a key. Okay, der Card scattered. Yes. Wir sind jetzt offiziell im Klassenraum, genau. Dann nutzen wir mal die Tür. Ah ja, klar. No, what are you doing? What? Yeah. No, oh, fuck, yep. Yep, thanks. Thanks, game. Manövriere mich bitte irgendwo hin, wo ich nichts machen kann. Okay, away with you. Yep, shit. Das ist nämlich der Punkt, wo ich mir... Oh, come on, stop. Wieder davon ausgegangen bin, dass die einfach irgendwann wieder aufstehen. Wenn man nicht auf die tritt. Ja, den Raum würde ich fast am liebsten neu spielen. Oh. Oh. Das klingt alles unangenehm. So, wie sieht denn das aus für uns? Yep, red again. 51 nur noch. Oh, und ich gehe davon aus, dass ich hier gerade keine Munition finden soll. Ja, nehme ich einfach den Ausgang. Ist ja eigentlich fast Wurst. Okay.
Okay, die Tür sieht was merkwürdig aus. Wo soll das offiziell hinführen? Locked. Oh boy. Hallo, wen zielst du? Führt erstmal nämlich auf gar nichts. Okay, also 2 ist meistens immer noch halbwegs machbar. 3 ist schon ein bisschen unangenehmer. Wenn ich das Gefühl habe, dann hat einer schon wieder Zeit aufzustehen. So, nee, hier ist keine Tür. Wir sind jetzt offiziell Infirmary. Gucken wir mal, ob wir da einfach rein dürfen. Okay, schick. Interessanterweise Infirmary sieht aber anders aus. Oder? Nee, man darf auch hier wieder speichern. Okay, ja, dann tue ich das auch. Now what? Bisher ist erstmal natürlich nur Rumgeirre. Das heißt ja, wir wollen Lobby und Reception vermutlich checken. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wir von hier wieder raus sollen. Oder schon raus sollen. Oder? Oh. Okay. Nope. Ich hoffe, die bleiben nicht an der Stelle, wo ich... Oh, shit. Oh, hier ist nicht irgendwas, was ich tatsächlich machen darf. Oh, okay. Da hing doch ursprünglich das Bild. Jetzt hingegen ist er das als richtiger Weg. Oh, und wir gehen da natürlich einfach rein. Nee, what? Is this a door? If it is, there is no keyhole or even a knob. If I push it, it moves a bit, but it certainly won't budge. What's this? In the center of the door is a horizontal slot. What is it for? Okay, ja, ja, wir haben das ja gefunden gehabt. Das Ding. Slid the picture card into the slot. Damit haben wir auf andere Art und Weise uns voranbegeben. Okay. Oh, warum dauert das so lange? Okay, ja. Ein bisschen blutig. Hängt tight und so. Aber, erklärt nicht so ganz, warum das eine halbe Stunde gedauert hat. Okay, ich höre was. Aber ich sehe nichts. Das einfach auf der anderen Seite wiederum sein? Von diesem Bereich? Aber so würde das Spiel doch normalerweise nicht rangehen, oder? Ich kann auch hier nichts machen. Ich glaube, das sind definitiv die Fucker da drüben. Könnt erstmal dort bleiben, wo ihr seid. Die Tür zum Beispiel öffnete sich relativ zügig. Oh, yes, baby. Aber da ist noch was anderes dabei. Was ist das? There's some shot. Oh, Shotgun. Okay, wir haben die Shotgun-Shells vor der Shotgun gefunden. Könnte ich mir Sorgen machen? Ist hier was verpasst? Die Situation ist auf jeden Fall weiterhin. Hier komme ich nicht weiter. Ja, yep, das dauert hier eine halbe Stunde. Deswegen, also hier. Also hier muss doch was sein. Soll ich hier was tun? Ich habe noch mal A an jeder Stelle irgendwie. Man kann also so ein bisschen gefühlt reingehen, aber das liegt eher, weil die Tür halt so halb offen ist. Deswegen, ja, das Blut könnte so ein bisschen ein Hinweis sein, aber es tut sich halt nichts. Keine Ahnung. Also, gehen wir nochmal auf die Karte. Das wird vielleicht auch das letzte für heute schon wieder sein. Dann aber jetzt zum Beispiel der Ausgang hier. Achso, vielleicht ist der Witz, dass man hier halt bei der Reception über den Weg dahin kommt, wo wir gerade sind, aber nicht da lang müssen. Das heißt, vielleicht ist der offizielle Weg bei der Reception oder darüber von mir aus. Vielleicht funktioniert ja trotzdem weiterhin. Nur wenn man dann halt zu den Toiletten will, dann würde man nicht da auf die Art und Weise hinkommen. I guess. Aber dieses ganze Puzzle wirkt so, als soll hier noch ein bisschen mehr sein als
zweimal normal und einmal Shotgun-Ammo. Also da dürfen wir beim nächsten Mal rausfinden, wie das hier weitergeht. Vielleicht ist das wirklich der Witz, dass man einfach zu den Teachers Rooms über den normalen Weg bei der Reception gehen soll und nicht den geheimen Weg. Und dann wird der Witz sein, dass man sich vermutlich hier wieder hocharbeiten soll. Moment, wir sind... Oh, wir sind hier oben. Nee, sind wir nicht. Das hätte aber den Weg da, der versperrt ist, erklärt. Das erklärt sich noch nicht so ganz. Es kann sein, dass man jetzt in dem Fall zum Roof muss. Das ist der eine Ort, an dem wir nicht wirklich bisher durften. Aber lassen wir uns überraschen. Jetzt bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.